überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wie in Vers Römer 8,18 beschrieben wird, gibt es auch mal schwere Zeiten in unserem Leben. Und das gehört einfach dazu. In diesen Zeiten der Angst vor der Zukunft, der Ungewissheit, steht Gott uns bei und hilft uns, unseren Glauben nicht zu verlieren, indem er zu jeder Tageszeit ein offenes Ohr für uns hat. An ihn können wir uns immer wenden und gewiss sein, dass es wieder besser wird und er uns hilft, den richtigen Weg zu finden. Vor etwa einem Jahr habe ich selbst eine Situation erlebt, in der ich eine Entscheidung getroffen habe und dadurch beinahe meine beste Freundin verloren hätte. Wir haben einige Tage keinen Kontakt gehabt und in der Ungewissheit gelebt, wie es mit unserer Freundschaft weitergehen soll. Genau in diesen Tagen stand Gott mir bei und hat uns nach anfänglich sehr schwieriger Ausgangslage wieder zusammenführen können, wofür ich sehr dankbar bin. Durch dieses Beispiel möchte ich zeigen, dass es nicht immer leicht ist, aber mit dem Vertrauen auf Gott schlimme Krisen überstanden werden können und man oftmals sogar stärker aus ihnen hervorgeht. Gerade in Bezug auf die momentane Situation, in der wir kaum noch Kontakt zu unseren Mitmenschen haben können, ist es besonders wichtig zu wissen, dass wir Gott an unserer Seite haben. Denn so sind wir nie alleine und können gemeinsam diese schwere Zeit überstehen. Denn wir können darauf vertrauen, dass es durch Gottes Hilfe wieder aufwärts geht.